Heute schauen wir uns die Cortit-Kristalle an und wie wir sie am besten farmen können. Für alle, die es nicht wissen, Cortit-Kristalle sind neue Handwerksmaterialien im Patch 9.1 und die Cortit-Kristalle werden benötigt, um die legendäre Gegenstände aufzuwerten auf Rang 5 und 6. Für eine Aufwertung braucht ihr 40 Kristalle, also zum Beispiel von Rang 4 auf 5 braucht ihr 40 und von Rang 5 auf 6 braucht ihr auch nochmal 40 Kristalle. Und wie farmen wir jetzt die Kristalle am besten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr, und das ist ganz simpel, einfach die Dailies machen in Cortia, geht einfach in die Basis, nehmt die Quests an und es kann sein, dass ein oder zwei Quests euch Cortit-Kristalle als Belohnung geben. Die nächste Möglichkeit, um an Cortit-Kristalle zu kommen, ist durch das Plündern von Schätzen in Cortia. Wenn ihr in Cortia unterwegs seid, haltet immer Ausschau nach Schatztruhen und Knochenhaufen zum Beispiel. Da kann es gut sein, dass ihr einen Cortit-Kristall plündert, wenn ihr das lootet. Aber ihr müsst da aufpassen, die Schatztruhen oder Knochenhaufen werden euch nicht auf der Minimap angezeigt. Das heißt, ihr müsst sie quasi in der Welt sehen und dann dahin gehen und looten. Also ihr könnt nicht nur auf die Minimap achten, ihr müsst schon schauen, wo eventuell diese Schatzkisten zu finden sind. Kleiner Tipp an dieser Stelle, ihr könnt euch beim Archivar diesen Tragekorb mit abgerichteten Gromit kaufen. Und den könnt ihr dann einfach einsetzen und wenn ihr in Cortia unterwegs seid, dann spürt er manchmal diese Schätze auf und geht dann quasi dahin. Also falls ihr einen Schatz übersehen würdet, dann findet eben das kleine Pad für euch die Schätze. Die nächste Möglichkeit, um an Cortit-Kristalle zu kommen, ist durch Truhen im Riss. In den Riss, also in diese Dimensionsebene, gelangt ihr durch Portale in Cortia. Den Riss könnt ihr allerdings nur betreten, wenn ihr einen Rissschlüssel habt. Damit könnt ihr dann das Portal betreten und in dieser Dimensionsebene befinden sich täglich 4 Truhen. Die Standorte von den Truhen wechselt auch täglich durch, das heißt, das ist immer woanders. Aber die Zone ist ja nicht so groß, also reitet einfach kurz alles ab und ihr werdet die 4 Truhen in der Regel sehr schnell finden. Die Truhen werden euch außerdem diesmal auf der Minimap angezeigt. Wenn ihr in der Nähe von einer Truhe seid, kriegt ihr so einen blauen Pfeil auf der Minimap und dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. Und die Chance, einen Cortit-Kristall im Riss zu kriegen, ist deutlich erhöht als in den normalen Truhen in Cortia. Außerdem habt ihr in diesen Truhen im Riss die Chance, jede Woche ein Quest-Item zu kriegen. Da startet dann eine Quest logischerweise und das gebt ihr dann einfach in der Basis in Cortia ab und dann kriegt ihr nochmal Cortit-Kristalle. Und in den Riss kommt ihr super easy, wenn ihr beim Archivar Rufstufe 4 erreicht habt, denn dann könnt ihr bei ihm diese Rissschlüssel einfach kaufen. Wenn ihr die Rufstufe 4 beim Archivar noch nicht erreicht habt, dann ist es ein bisschen schwieriger, an diese Schlüssel ranzukommen, um den Riss zu betreten, aber es ist trotzdem möglich, denn die Rares in Cortia und die Schatzkisten, von denen könnt ihr auch Schlüssel looten. Die Drop-Chance ist allerdings ziemlich gering. Die letzte Möglichkeit, um an Cortit-Kristalle zu kommen, ist durch die Paktangriffe im Schlund. Zweimal pro Woche finden ja diese Paktangriffe statt. Und dort könnt ihr dann Quests annehmen und diese Quests machen. Und zum Schluss erhaltet ihr so eine Meta-Quest. Und wenn ihr die abschließt, kriegt ihr eine Truhe und da kann es auch sein, dass ihr einen Cortit-Kristall lootet. Ihr könnt also bei diesen Angriffen pro Woche nochmal bis zu 2 Kristalle erhalten. Das Coole an den Cortit-Kristallen ist außerdem, dass sie nicht seelengebunden sind. Das heißt, ihr könnt sie im Auktionshaus kaufen und natürlich auch verkaufen. Die Preise sind im Moment aber extrem hoch. Und dadurch, dass die Cortit-Kristalle nicht seelengebunden sind, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit mit euren Twinks, falls ihr welche habt, die Cortit-Kristalle zu farmen und die wiederum könnt ihr dann an euren Main schicken, damit der etwas schneller und eventuell auch etwas günstiger seine Legendaries aufwerten kann. Und das war im Prinzip alles, was ihr über die Kristalle wissen müsst und wie ihr sie farmen könnt. Ich hoffe natürlich, das Video war hilfreich und nützlich. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und abonniert gerne meinen Kanal und schaut gerne mal meine anderen WoW-Videos an oder schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen, habt einen wunderschönen Tag und tschüssi!